Hallo zusammen, ein herzliches Willkommen im Namen der Java User Group Switzerland zum heutigen Event. Zu Gast heute haben wir Tim Zöller. Tim, von wo bist du zugeschaltet? Ich bin aus Freiburg zugeschaltet, also dem auf der deutschen Seite. Gut, bevor wir loslegen mit dem Talk, ein paar allgemeine Informationen von Seiten der Java User Group. Ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren für ihre Unterstützung. Dann den Hinweis auf die Chat- und die Fragen- und Antworten-Funktion. Ihr könnt im Chat untereinander kommunizieren, beispielsweise reinschreiben, von wo das ihr zugeschaltet seid. Das würde mich interessieren. Dann habt ihr im Tab mit den Fragen und Antworten habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir werden die dort sammeln und erst nach dem Live-Coding beantworten. Ihr habt dort auch die Möglichkeit, für die Fragen zu voten. Dann technisch gibt es eine Verzögerung. Also wenn Tim und ich uns austauschen, etwas sagen, dann seht ihr das 10 bis 15 Sekunden verzögert. Das bedeutet umgekehrt, wenn ihr eine Frage stellt, dann reagieren wir auch verzögert. Aber das macht meistens keine großen Probleme. Dann der Hinweis auf die Aufzeichnung. Der Talk wird aufgezeichnet und auf YouTube publiziert. Ich empfehle euch, den Channel zu subscriben und wenn ihr möchtet, die Glocke anzuwählen, dann kriegt ihr eine Push-Notifikation, sobald das Video hochgeladen ist. Das wär's von der organisatorischen Seite her. Ich gebe die Bühne frei an Tim und bedanke mich jetzt schon für seinen Talk. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich möchte auch eigentlich gar nicht groß viele Worte verlieren. Vorab habe ich ein paar Fragen vorbereitet an euch, weil mich eure Erfahrung mit dem ganzen Thema Microservices, Microprofile interessiert. Und die erste Umfrage, die solltet ihr jetzt sehen, ist, entwickelt und betreibt ihr überhaupt Microservices? Also setzt ihr das ein, arbeitet ihr damit? Ist das ein Thema, was euch im Alltag betrifft? In der Zwischenzeit wechsle ich schon mal auf meinen Screen. Genau, der Vortrag ist, wie schon angekündigt, komplett slidelos. Ich habe hier nur so ein kleines Dokument, auf dem ich den Fortschritt so ein bisschen weitertreibe. Und ja, der Peti hat es ja eigentlich schon gesagt, ich bin Tim Zöller. Auf Twitter findet ihr mich unter JavaHippie oder auf meinem Blog javahippie.net. Ich arbeite momentan noch für die Illume Informatik AG in Mainz, wohne aber in Freiburg und werde hier in Freiburg ab 1. Januar meine eigene Firma gründen. Könnt mir gerne auf Twitter folgen, dann gibt es dazu später mehr. Gut, wir haben 50%, die Microservices einsetzen, 33% nicht und 17% haben das bekannte, okay, wir nennen es so, aber eigentlich sind es keine. Ich würde dann mal die nächste Umfrage hinterher schieben und zwar, welche Runtime setzt ihr denn aktuell ein? So, während ihr das beantwortet, erkläre ich schon mal das große Bild in der Mitte. Das sind die 12 API, die ich heute Abend vorstelle. Im besten Fall schaffe ich es dabei, unter einer Stunde zu bleiben. Die blauen, beziehungsweise, Quatsch, die unterste Reihe davon, sollten diejenigen, die sich mit Jakarta IE auskennen, schon kennen und nutzen. Die CDI, JSONP, JAX-RS und JSONB sind nämlich aus dem Jakarta IE-Standard entliehen. Die beiden Reihen da oben drüber, das sind sinnvolle Ergänzungen, die das Microprofile-Projekt gesehen hat, um diese vier Techniken, die die Basis bilden, fit für Microservices zu machen. Das heißt, es gibt Open Tracing, um Requests über verschiedene Services nachzuvollziehen. Es gibt Open API, um Endpunkte zu dokumentieren. Es gibt den REST Client, der Clients erstellt, um REST Services zu konsumieren. Es gibt eine Config API, die die leidige
Konfiguration, die man aus Jakarta EE von den Application-Servern kennt, definitiv verbessert. Es gibt Fault Tolerance, also Circuit Breaker Pattern, Timeouts, Failover. Es gibt Metrics, um nachzuvollziehen, welche Services wie oft angesprochen werden. Es gibt JWT-Propagation, um das Ganze mit einem JWT, beispielsweise ein OAuth-Flow, zu integrieren. Und es gibt eine Health-API, mit der man einen Service anfragen kann und er gibt einem eine Auskunft darüber, wie gesund er ist. So, in der Umfrage haben wir auf ungefähr 40%, die Spring Boot einsetzen, 22% auf Open Liberty, WebSphere, sehr wenig Quarkus und Micronaut, das überrascht mich nicht, weil die noch sehr neu sind und noch ein bisschen Wildfly. Die anderen Sachen könnt ihr auch gerne in den Chat schreiben, das interessiert mich, was unter anderes läuft. So, und dann starte ich jetzt noch die Umfrage, ob ihr Eclipse Microprofile überhaupt schon kennt. Und würde dann parallel ins Live-Coding starten. Um zu erklären, was wir hier haben. Ich habe hier ein Projekt, nicht vom Namen verwirren lassen. Das ist, den Vortrag habe ich das erste Mal für JAX dieses Jahr gehalten. Von daher hat das Projekt diesen Namen noch. Und in diesem Projekt, das ihr auch so auf GitHub finden könnt, den Link teile ich später, gibt es einmal zwei fertige Microservices, den Inventory Service und den Pricing Service. Und es gibt einen Service, den wir jetzt hier zusammen entwickeln, um die anderen darin zu integrieren. Das ist der Checkout-Service. Also wir haben den Warenkorb, wir haben unser Inventar und unsere Preisgestaltung. Das Ganze könnt ihr so auch später zu Hause selbst nachbauen, weil es gibt ein Docker-Compose-File, was die gesamte Microservice-Landschaft inklusive Keycloak, Prometheus, Jaeger, komme ich alles noch zu, was das ist, hochzieht bei euch lokal. Und dann könnt ihr dieses gesamte Zusammenspiel, was wir heute hier machen, einmal auch zu Hause durchspielen, wenn ihr das möchtet. Unser Checkout-Microservice, das Ganze ist mit Maven umgesetzt. Und wir benutzen keine anderen Dependencies, das sieht man hier, außer die Eclipse Microprofile API in Version 3.3. Das heißt, wir haben alles, was wir zur Entwicklungszeit zugreifen, ist Teil des Microprofile-Standards. Hier ist nichts anderes drin, keine anderen Libraries. Das Ganze wird in den Open Liberty Server von IBM verpackt. Open Liberty ist ja der Core von WebSphere Liberty mittlerweile, der von IBM open sourced wurde. Und das bedeutet, dieser Service wird die Implementierung dieser Schnittstellen bereitstellen. Das heißt, die Implementierung für JAX-RS, für JSONB, für Config, was wir auch immer haben. Wir wissen zur Entwicklungszeit aber nicht, welche Implementierungen dahinter stehen und es interessiert uns auch gar nicht. Das Ganze wird so sein, wie es bei Jakarta EE ist. Wir implementieren gegen ein Interface und sind damit von der eigentlichen Implementierung dahinter weg abstrahiert. Was mich zu meiner letzten Umfrage bringt, habt ihr schon Erfahrung mit JEE oder Jakarta EE? Da trudeln die Antworten ein. Das hilft mir einfach so ein bisschen einzuschätzen, inwiefern ich die Vergleiche zu Jakarta EE ziehen kann und wie weit euch das was sagt. Aber legen wir jetzt auch wirklich mit dem Coding los. Die erste API, die ich euch zeige, ist JAX-RS. Die kommt noch aus dem Jakarta EE-Umfeld. Also wir haben einen Checkout-Service. Und dieser Checkout-Service soll natürlich einen Warenkorb auschecken oder auf jeden Fall mit Informationen umgehen, die den Warenkorb-Checkout ermöglichen. Dafür legen wir hier Moment. Die löschen wir natürlich erstmal wieder raus. Da war noch was von meinem Testlauf drin. Damit legen wir hier eine neue Java-Klasse an. Das ist unser Checkout-Controller. Diese Klasse wird unseren REST-Endpoint darstellen.
So. Hier geben wir erstmal an, und hinter welchem Pfad das Ganze liegt. Wir wollen, dass unsere Checkout-Funktion hinter dem Pfad Checkout zuzugreifen ist. Das Ganze ist ein Singleton. Und IntelliJ sagt uns jetzt hier schon, wir haben ja gar keine JAX-RS-annotierten Methoden. Mit der AddPath-Annotation scheint es wohl ein JAX-RS-Endpoint zu sein. Und dann ändern wir das Ganze mal. Wir haben eine Methode, die die JAX-RS-Response als Datentyp zurückgibt. Die nennen wir simple Checkout. Damit uns der Compiler nicht nervt, returnt die erstmal null. Wir möchten einen HTTP-Put auf diese Methode ausführen. Und wir möchten einen JSON in diesen Put mit hineingeben, der die Informationen enthält, was eigentlich ausgecheckt werden soll. Das heißt, wir brauchen einen Checkout-Request. Die erstellen wir neu im selben Ordner. Package, Entschuldigung. Und dieser Checkout-Request soll ein bisschen Bildschirmgymnastik einmal eine Produktnummer enthalten. Eine Menge. Ein ganz, ganz simpler Checkout. Wir sagen nur, wir haben das Produkt mit der Nummer und davon so und so viele Stück. Da generieren wir jetzt noch Getter und Setter dazu. Und equals und Hashcode. Und jetzt haben wir hier unsere Klasse, die die Basis für unser Request-Objekt wird. Gehen wir also in unseren Controller zurück. Jetzt brauchen wir, was wir hier sehen, auch noch eine Response. Und wir sagen ja, okay, wir haben ja hier unseren Datentyp Response im Controller. Wir möchten oder wir können aber auch eine Klasse definieren, die die Struktur des JSON mitgibt, mit dem wir antworten. Das bedeutet, wir brauchen jetzt, einen kleinen Moment, einen Spickzettel offscreen. Wir sagen jetzt, wir simulieren diesen ganzen Response erstmal, weil wir haben ja noch gar nichts, mit dem wir einen Checkout machen können. Wir sagen, wir geben zurück einen Response OK. Hier sehen wir direkt, dass IntelliJ uns vorschlägt, wir können ein Object Entity angeben. Das ist eine Checkout-Response, die erstellen wir auch wieder im selben Package. Diese Checkout-Response, die bekommt ein paar mehr Informationen. Wir haben einmal der Amount, der überhaupt ausgecheckt wurde. Wir haben den Price per Item. Wir haben den Total Price. Und die Checkout-Time. Damit das Ganze ein bisschen einfacher von der Hand geht, machen wir da einen Constructor, der den ausgecheckten Amount, den Price per Item, übergibt.
okay, was passiert hier? Wir können diese Check-Up-Response, was ein der Preis per Item ist, und die Felder Total Price und Checkout Time werden berechnet. Hier wieder Getter und Setter. Und equals und Hashcode. Und der Checkout-Response möchte natürlich jetzt den Amount und den Price haben. Da sagen wir einfach mal, wir möchten, der Amount ist immer 5 und der Price ist immer 10. So. Das sollte jetzt, wenn ich meinen Server starte, ein funktionierender REST-Endpoint sein. Und das probieren wir jetzt aus. Ein Grund, warum ich Open Liberty, wenn ich versuche es nochmal ein bisschen größer zu machen. So. Ein Grund, warum ich Open Liberty für dieses Beispiel nehme, ist, dass Open Liberty einen großartigen Dev-Modus hat. Das heißt, ich bin jetzt, Moment, gehe in meinen Checkout-Ordner, in mein Projekt und sage Maven Liberty Dev. Und jetzt startet er mir einen Liberty-Server, der einen Watch-Prozess auf die Sourcen legt. Das bedeutet, wenn ich Änderungen mache, sind die innerhalb von einer Sekunde in diesem Prozess synchronisiert. Und meistens dauert es nur eine Sekunde. Und ich kann also sehr leicht entwickeln und dann mit meinem REST-Tool einen Request absetzen und sehe dann direkt, ob ich ob meine Änderung erfolgreich war. So, jetzt sieht man, dass mein Maven-Cache wohl nicht mehr der aktuellste war. Ich starte schon mal meinen Postman. So, und hier sehen wir schon, ich habe den Prozess, den Request vorbereitet. Ich habe den Port 9999, da läuft mein Server drauf, und habe den Pfad Checkout. Und im Body gebe ich mit die Product Number und den Product Amount. Das passt. Hier. Nicht ganz zu. Schauen wir noch unseren Server. Anwendung Checkout wurde nach 0,746 Sekunden aktualisiert. Dann probieren wir es. Jetzt ist kurz die Firewall gemeldet. So. Wir haben unseren ersten REST-Request gesetzt. Wir wollen die Produktnummer 01 und den Amount 10. Und wir kriegen unsere gemockte Antwort zurück. Der Amount ist 5, der Price per Item ist 10, der Gesamtpreis ist 50. Und hier haben wir unsere Checkout-Time. So, jetzt orientiert sich das, was wir hier, Moment, eins nach dem anderen. JAX-RS ist jetzt erstmal gezeigt. Ihr wisst grob, worum es sich handelt. Jetzt sind die Variablennamen, die ich in dem Checkout-Request und in der Response vergeben habe, finden sich hier in diesem JSON wieder. Das heißt, wir haben eine Kopplung. Wir haben eine Kopplung von unserem JSON-Datenmodell an unserem Java-Datenmodell. Und das ist nicht unbedingt schön. Von daher wäre es doch viel schöner, wenn wir hier Einfluss auf dieses Datenmodell nehmen könnten. Das könnten wir mit der nächsten API, die ich vorstelle, mit JSONB. Das steht für JSON Binding. Ist auch ein Standard oder eine API aus dem Jakarta EE-Umfeld. Und ich würde das Ganze jetzt gerne mal an die Response-Klasse hängen
zeigen, wie das funktioniert. Ich gehe davon aus, dass die meisten Leute, die mit die Java-Datentypen zu JSON serialisieren möchten, mit JSON arbeiten. Das hat sich eigentlich durchgesetzt. Es gab eine Zeit lang auch mal JSON. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr in freier Wildbahn gesehen. Und das Problem ist, dass man sich damit natürlich an eine Implementierung koppelt. Von daher war das etwas, was im Jakarta-EE-Umfeld natürlich nicht unbedingt Begeisterungsstürme hervorgerufen hat. Von daher wurde die JSONB-API vorgeschlagen und eingeführt, die ein einheitliches JSON-Annotation-Format vorschlägt. Und im Hintergrund benutzen sogar einige der Runtimes JSON, um das, die Serialisierung zu machen. Das heißt, es ist einfach eine Übersetzung, die sicherstellt, dass wir uns, wenn wir die JSON-Bindings definieren, nicht an eine Implementierung koppeln. Das Ganze sieht so aus. Es gibt eine Annotation JSONB Property. Und die meisten Webentwickler, mit denen ich arbeite, haben gerne eine Lower Snake Case, heißt es, glaube ich, Annotation. Das heißt, der Checked Out Amount. Damit wären die so viel zufriedener. Das heißt, wir hätten auch den Price per Item. Wir hätten den Total Price. Und wir hätten die Checkout Time. Und wenn wir nochmal auf unseren Postman zurückgehen, sehen wir, wir haben hier einen ISO-Date-String. Und eine Anforderung, die man natürlich oft hat, ist, ja, können wir das nicht Ganze irgendwie in einem anderen Datenformat angeben? Und dafür gibt es auch ein Binding. Da gibt es das JSONB Date Format. Da könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, wir hätten gerne das europäische Format und können hier ein ganz normales Java Date Pattern angeben. Wenn wir jetzt das Ganze nochmal anfragen, sehen wir die Änderungen auch, haben gegriffen. Unser Open Liberty Server hat die ganzen Updates gezogen. Und wir sehen jetzt, dass wir Einfluss auf die JSON-Repräsentation genommen haben. Wir haben ein anderes Datenformat und wir haben andere Labels. Das Ganze würde natürlich auch am Request-Objekt gehen. Das zeige ich jetzt aber aus Zeitgründen nicht. Also ihr merkt, ich reiße die API grob an. Für eine Beschreibung in der Tiefe fehlt uns natürlich bei diesem Überblick die Zeit. Genau, ich habe auch schon mal einen Vortrag gehalten und habe Microprofile und Spring Boot Features gegenübergestellt. Und also diejenigen von euch, die vielleicht jetzt JSONB nicht kannten, sondern Spring Boot benutzen, für die sollten sich hier beim Vorgehen auch meiner Meinung nach sehr stark wiederfinden. Das dürfte eigentlich jetzt hier klar niemanden überraschen, der Spring Boot oder Jakarta EE kennt. Das nächste, was ich vorstellen möchte, ist OpenAPI. Und für OpenAPI kann ich mal auf die beiden anderen Microservices erstmal zugreifen, die im Hintergrund laufen. Wenn ich zum Beispiel den Inventory Microservice aufrufe unter dem Pfad /OpenAPI, dann bekomme ich das hier zurück. Ich bekomme ein OpenAPI 3.0.0 Dokument mit allen Listings, die zu OpenAPI gehören. Wer OpenAPI nicht kennt, das ist ein Standard, um die Struktur von Web-Services, REST-Services zu beschreiben. War auch Swagger sehr, sehr populär. Das Ganze geht mittlerweile eher in OpenAPI auf. Und wir sehen hier, wie versprochen, die Struktur von dem Service Inventory. Wir haben unter dem Pfad /data/inventory eine GET-Operation, die heißt GetProductAmount. Die hat als Parameter ein Parameter mit dem Namen Product Number, das ist ein String, und gibt eine Response, die jetzt hier leider nicht so genau definiert ist. Das ist eine sogenannte Default Response. Und genau, für die andere Methode, REST-Methode, gibt es hier auch noch eine Dokumentation. Für Reduce kann man scheinbar eine Product Number und einen Amount reingeben, der das Ganze dann um den gewünschten Amount reduziert. Und das Ganze hätten wir gerne für unseren REST-Service auch. Die gute Nachricht ist, das haben wir schon.
Denn OpenAPI ist auf dem OpenLiberty zumindest standardmäßig aktiviert. Und ich kann jetzt auf unserem Checkout-Service sofort schon OpenAPI als Pfad aufrufen. Und ich kriege den Pfad /data/checkout. Sehe, dass es einen Request-Buddy gibt. Dass es hier sogar den Checkout-Request verlinkt ist. Das ist ein Object mit den Properties Product Number und Amount. Und das Ganze hat OpenLiberty bzw. MicroProfile für uns automatisch generiert, ohne dass wir irgendetwas dafür tun müssen. Wenn wir das nicht möchten, können wir das natürlich auch einfach abschalten. Wir können das Ganze aber auch noch präzisieren. Und das läuft, wie auch schon bei JaxRS, über Annotations. Das heißt, wir können jetzt erstmal eine API-Response definieren. Sagen, okay, dieser Service gibt in manchen Umständen, hoffentlich meistens, den Response-Code 200 zurück. Alles okay. In dem Fall ist der Content da ist er. Ein Media-Type application/json. Und es gibt sogar ein Schema. Kommen wir so ein bisschen in die Annotation-Orgien. Die Implementierung für dieses Schema ist die Checkout-Response.class. Okay, ich breche das mal ganz kurz hier um, damit es ein bisschen besser auf den Bildschirm passt. Also, wir sagen, es gibt eine API-Response für diesen Service, die 200, HTTP 200 hat. Die gibt ein Media-Type Application-JSON zurück und das JSON-Schema leite bitte aus der Checkout-Response ab. Das speichern wir jetzt. Und wenn ich jetzt nochmal auf den OpenAPI-Endpoint zugreife, sehen wir, dass hier nicht mehr dieser Standardtyp als Rückgabewert definiert ist, sondern dass wir sagen, wir haben als Request-Buddy den Content mit dem Schema Checkout-Request und als Response haben wir das Schema Checkout-Response. Was hier unten auch nochmal definiert ist als Integer, Number, Number und DateTime. So, wieso müssen wir das für den Response extra angeben? Es ist ganz einfach. Die API hat keine Chance zu wissen, welches Objekt wir hier zurückgeben. Beim Request ist es wesentlich eindeutiger. Wir könnten hier auch direkt eine Checkout-Response angeben und einfach sagen, Return New Checkout-Response. Damit könnte OpenAPI auch direkt sehen, was für ein Return-Type unsere Methode hat. Damit würden wir uns aber ein paar Sachen verbauen, die ich gleich noch zeige. So, um noch das Negativbeispiel dazuzusetzen, machen wir noch eine API-Response mit dem Response-Code 404. Und der hat den Content Media-Type Text Plain. Und wir können sogar noch eine Description für die API dazu packen. Product not found. Wenn wir jetzt das Ganze senden, sehen wir, dass die Responses nicht nur 200 mit einem Checkout-Response, sondern dass es auch eine Möglichkeit gibt, einen 404 zurückzugeben mit einem Contact-Text-Plain und der sagt, die Beschreibung dieses Fehlers ist, das Produkt wurde nicht gefunden. Damit können wir sehr umfangreiche API-Beschreibungen anfertigen. Natürlich ist es auch berechtigt zu sagen, dass diese ganzen Annotations hier ein bisschen den Blick auf die eigentliche Logik des Controllers versperren. Okay, damit können wir OpenAPI abhaken und wir gehen zum REST-Client. Jetzt haben wir schon im Postman gesehen, dass der Pricing und Inventory Service, dass die REST-Endpoints anbieten und die möchten wir in unserem Programm konsumieren. So, da muss ich erstmal wieder freiräumen. Und wir machen eine neue Klasse vom Typ Pricing Client. So, das Ganze
Man könnte es ein bisschen beschreiben wie die JAX-RS-Version von OpenFane. Also wer OpenFane kennt, aus dem Spring-Umfeld, weiß, damit kann man einen REST-Client beschreiben aus der Definition für den Service. Falls es ein bisschen verwirrend ist, das Ganze machen wir jetzt einfach so. Hier annotieren, diese Pricing-Client. Erstmal habe ich einen Fehler gemacht. Wir brauchen keine Klasse, wir brauchen ein Interface. Das annotieren wir mit der Annotation Register REST Client, damit JAX RS oder damit unsere Applikation weiß, dass es sich hierbei um eine REST Client Definition handelt. Und jetzt definieren wir dieses Interface so, wie wir auch ein Interface für einen JAX RS Service erstellen würden. Das heißt, ihr seht hier oben, wir benutzen sogar die JAX RS Annotations dafür. Das heißt, es ist exakt dasselbe, wie wir es gerade für den REST Service gemacht haben. Wir sagen, wir die Methode, die wir aufrufen möchten, verbirgt sich hinter /data/pricing. Das Ganze produziert application JSON. Und wir kriegen eine Response. GetPrice. Product Number. So. Hier nehmen wir noch eine weitere Annotation. Sagen, wie dieser Parameter für unser Query, also das ist ein Parameter am Query, wie der heißt. Und wir sagen, der Ganze soll Product Number heißen. So, damit sind wir, wenn wir das Ganze mit dem OpenAPI-Call gegen Pricing vergleichen, ja, es gibt unter /data/pricing eine GET-Operation mit einem Query-Parameter Product Number vom Typ String. So, wie kriegen wir den jetzt in unsere Applikation, in unseren Controller eingebunden? Übrigens dazu gesagt, REST-Clients direkt aus dem REST-Controller aufzurufen, kann gut gehen. Das koppelt natürlich das Datenmodell wieder sehr eng aneinander. Im echten Leben wird man natürlich eventuell zu überlegen, das Ganze zu entkoppeln. Wir gehen in unseren Checkout-Controller. Und benutzen CDI. Um uns als Client als Sync Client, genau, zu importieren. So. Das ist natürlich ein Interface. Im Hintergrund wird uns aber eine funktionierende Implementierung injiziert. Das heißt, dieses Interface ist nur der Zugang zu dem Proxy, der uns übermittelt wird. Jetzt könnten wir hier sagen, wenn wir einfach die Funktion aufrufen, die Methode getPrice, mit der Product Number aus dem Request. Und weil wir nur eine Response zurückkriegen, müssen wir sagen, okay, mit ReadEntity holen wir uns aus der Response die Payload, den Body, und der ist ein BigDecimal. Das müssen wir einfach manuell angeben, damit er weiß, wie er das zu übersetzen hat. Und diesen Price können wir jetzt testweise in unsere Response vergeben. Anstatt die Entity auszulesen, könnten wir hier auch Headers auslesen. Wir können den Media Type der Response auslesen. Wir können den HTTP-Status auslesen. Das heißt, die Klasse Response
bietet uns einen gesamten Zugriff auf alle Attribute, die man sich so von einer HTTP-Response erwartet. So, was fehlt jetzt? Unser Pricing-Client. Jetzt nehmen wir mal auf Private. Der weiß jetzt zwar, unter welchem Pfad er auftaucht, aber er weiß nicht, unter welchem Server welcher Server eigentlich angesprochen werden soll. Und das gehört natürlich nicht in den Code, weil auf jeder Umgebung wird dieser Server natürlich hoffentlich ein anderer sein. Und damit würde ich ganz gerne noch auf, also CDI, ich hake jetzt CDI einfach mal ab, weil dieses Add-Inject, das funktioniert wie bei Spring das Auto-Wired, das ist halt CDI, ein Dependency-Injection-Mechanismus. Den werde ich immer nebenher mal so ein bisschen zeigen. Aber wir bräuchten einen Weg, dieses Property zu konfigurieren. Und dafür gibt es die Microprofile-Config. So, ihr erinnert euch vielleicht noch, wenn ihr große Java-IE-Applikationen hattet, da habt ihr die Applikation entwickelt, die wurde in verschiedenen Umgebungen auf verschiedene Application-Server deployed und jeder dieser Application-Server hat verschiedene Umgebungsvariablen, die lokal für ihn angepasst waren und da wurde eingestellt im Server, mit wem er hier zu reden hat. So, das Ganze ist ein bisschen mehr Spring Boot-like gestaltet worden. Das schauen wir uns jetzt hier an. Im Resources-Folder unter meta-inf gibt es eine Datei microprofile-config.properties. Wenn wir jetzt in die reingehen, sehen wir, dass ich hier schon was vorbereitet habe. Ich glaube, ich habe ihn Pricing-Client genannt in diesem Beispiel. So, es ist so. Und hier gibt es jetzt eine Konvention. Wir sagen, das Property DE Java Hippie Jax 2020 Checkout Pricing Pricing Client, das ist der Fully Qualified Name von unserer Klasse, hat das Property für Microprofile REST die URL HTTP Pricing. Und damit sagen wir unserer Anwendung, welche URL dieser Pricing Client in unserer Umgebung aufruft. Das Ganze ist jetzt natürlich ein Properties-File, was in der Umgebung mitgeliefert wird. Ähnlich wie bei Spring Boot könnten wir dieses Property auch beim Applikationsstart über einen Parameter auf der Command-Line übergeben, wenn wir die Applikation aus dem Jar starten. Oder wir können das Ganze aus einer Umgebungsvariable aufrufen. Die Reihenfolge ist, dass zuerst nach Kommandozeilenparametern geschaut wird. Wenn es die Variable da nicht gibt, schaut Microprofile oder in dem Fall OpenLiberty, ob es eine Systemumgebungsvariable gibt mit diesem Wert. Und wenn das auch nicht zutrifft, dann nimmt er den Wert aus diesem Properties-File. So, das Ganze haben wir jetzt hier eingegeben. Jetzt können wir eigentlich unsere Checkout-Order nochmal aufrufen. Und jetzt passiert das, was ich gehofft habe. Wir kriegen leider immer noch kein Ergebnis. Wir kriegen den Status 401 unauthorized. Jetzt haben wir in unserem Service, in unserem Controller, einerlei Absicherung eingetragen. Und wir erinnern uns, als hier dieser Client-Aufruf noch nicht drin war, haben wir auch keinen 401 bekommen. Wir brauchten keine Autorisierung dafür. Wir brauchten keine Authentifizierung. Leider braucht aber der Pricing Service, den ich jetzt hier mal im Postman aufrufe, leider braucht der eine Authentifizierung. Und wir sehen auch, im Postman habe ich hier ein Access-Token. Das Access-Token kriege ich von einer Keycloak-Instanz, die bei mir im Docker-Compose-Netzwerk mitläuft. So, und das bedeutet, wenn ich jetzt auf den Checkout-Service gehe, requeste ich mir bei diesem Keycloak ein Token. Und da funktioniert es leider immer noch nicht.
denn ich habe dem Service nicht gesagt, dass er dieses Token mitschicken soll. Damit sind wir auch schon, es hängt alles zusammen, am Config und simples Beispiel gesehen, sind wir in der, den REST-Client haben wir jetzt auch schon mal gesehen, sind wir in der JWT-Propagation. Das bedeutet, wir müssen dieses JSON-Web-Token, was wir in unserem Header mitgeben über Postman, das möchten wir gerne durchschleifen an einen anderen Service. Und das ist auch nicht weiter schwierig. Ich muss gerade mal kurz meine Vorlage suchen. So, zum Ersten müssen wir unseren Pricing Client erweitern. Denn wir haben das jetzt im Postman gesehen, das JSON Web Token wird im Header mitgegeben. Und das bedeutet, ich kopiere das jetzt einfach mal hier raus, damit ich keine Tippfehler mache. Wir haben einen neuen Header-Parameter. Dieser Header, HTTP-Header, heißt Authorization und wir übergeben den String Token. Jetzt sagt uns IntelliJ schon, okay, jetzt müssen wir hier noch was erweitern. Das heißt, wir können hier unserem Client das Token mitgeben. Wo kriegen wir das aber her? Jetzt könnten wir natürlich in dem Checkout-Request das ganze Token auslesen. Wir könnten hier auch einen Header-Parameter mitmachen und könnten das einfach durchschleifen. Gott sei Dank müssen wir das aber nicht machen. Da gibt es etwas anderes. Und zwar können wir uns das Token, was in diesem HTTP-Kontext lebt, SCDI injecten. Hans hat den Claim Raw Token. Und jetzt können wir hier überall, wo wir in unserem REST-Controller sind, können wir auf dieses Token zugreifen. Hans ist ein String. Und können das durchschleifen. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, kriegen wir ein 200 OK zurück. Das Ganze können wir nochmal vergleichen. Wir haben die Produktnummer 01. Und wenn wir den Price Service hier über Postman direkt anfragen, Produktnummer 01, kriegen wir zurück, dass das 12,99 kostet. Und das passt auch zu unserer Response. Das heißt, wir haben einen Preis von 12,99. 5 Stück, davon kriegen wir 64,95. Wir haben also jetzt einen Cascading Call durch unsere Microservices gebaut. Wir übergeben ein JSON Web Token und dieses JSON Web Token wird an verschiedenen Stellen von KeyCloak auch im Hintergrund an KeyCloak gesendet, um es zu validieren. Das heißt, hier könnten wir ohne Probleme auch 5 oder 6 Schichten aufbauen und jeder Microservice, egal wo er liegt, bekommt dasselbe JWT. Und dieses JWT kann auch zentral mit Rollen versehen werden und jeder Microservice kann selbst entscheiden, ob er dem User mit dieser Rolle das Ganze erlaubt aufzurufen, kommuniziert im Hintergrund mit KeyCloak und stellt sicher, dass die Autorisierung, Authentifizierung und Autorisierung, die einmal erfolgt ist, in allen Microservices konsequent behandelt wird. Das bedeutet, ich mache jetzt mal einen Haken bei der JWT-Propagation. Jetzt haben wir das Problem. Stellen wir uns mal vor, wir machen so einen Call und da kommt ein Ergebnis zurück, mit dem sind wir nicht einverstanden. Das scheint falsch zu sein. Und wir haben eine Microservice-Landschaft mit 20 Microservices. Das ist, glaube ich, in vielen Firmen nicht weit hergeholt. Da wüssten wir natürlich gerne, wo waren die Calls eigentlich? Und vielleicht ist der Request langsam. Und wir möchten wissen, wo ist jetzt eigentlich dieser Request langsam gewesen? Wo war das Problem? Und dafür gibt es, das haben wir hier in der Liste, Open Tracing. Das Ganze ist mit Vorsicht zu genießen, denn Open Tracing war ein Quasi-Standard oder ist noch ein Quasi-Standard der Cloud Native Foundation. Und nach ein paar Querelen wird der jetzt wohl in der nächsten Zeit vom Open Telemetry Standard oder auch nicht Standard. Cloud Native Foundation ist ein bisschen vorsichtig, ihre Sachen Standards zu nennen, abgelöst. Das heißt, in Version 3.3 läuft das Ganze noch unter Open Tracing. Das kann sich zukünftig ändern. Eine berühmte oder beliebte Open Tracing Instanz
ist Jäger. Das kommt aus dem Go-Umfeld, hat deshalb hier diesen schnuckligen Go-Hamster mit einem typischen Jägerhut. Und diese Jägerinstanz sammelt Telemetriedaten aus unseren verschiedenen Microservices und kann die ganzen verknüpfen, denn ein Request, der über alle Microservices zusammengehört, wird mit einer zentralen Request-ID versehen. Das bedeutet, ich lade das Ganze mal neu, wir haben hier einen Call gegen unseren Checkout-Service gemacht und möchten mal sehen, wo der aufgerufen wurde. Und zum einen sehen wir jetzt hier oben, wie lange diese Calls jeweils gedauert haben und wie viele es gab. Und im Detail können wir uns hier anschauen, das war jetzt unser letzter Checkout-Request. Der hat insgesamt 168 Millisekunden gedauert. Davon 105 Millisekunden war unser Get-Request gegen den Checkout-Service und der Pricing-Service, der Get-Request, hat nur 4,02 Millisekunden gedauert. So, das heißt, den kann ich jetzt noch zwei, dreimal triggern, kann zurückgehen, kann die Traces nochmal aktualisieren. Jetzt sehe ich, wir sind hier auf 35 Millisekunden runter, weil die Codeänderungen im OpenLiberty jetzt auch ordentlich registriert wurden. Das heißt, hier oben habe ich einen schönen Plot, welche Calls dauern denn wie lange. Und hier sehe ich, welche Microservices waren denn überhaupt an diesem Call beteiligt und welche davon haben wie lange gebraucht. Und das ist ein super hilfreiches Tool. Was habe ich da gemacht, damit unser OpenLiberty mit unserem Jäger-Service arbeiten kann? Nicht viel. Das Ganze ist standardmäßig aktiviert. Und für den OpenLiberty, das ist nichts Microprofile-spezifisches, das ist ein Implementierungsdetail von OpenLiberty. Gibt es einmal die Server-XML, da kann man das eintragen. Ich habe es aber tatsächlich jetzt für unsere Entwicklungsumgebung, habe ich hier eine Liberty-Environment-Variable eingesetzt mit dem Endpoint für den Jäger-Service, also in dem Fall Jäger-API/API/Traces. Und sage, es ist ein Konstant-Templar mit dem Wert 1. Das heißt, bitte übertrage jeden Request einzeln rüber. Ich kann den Wert für eine Produktion später auch hochstellen und kann sagen, übertrag bitte, sammle jeweils 20 von diesen Requests und übertrag sie dann gesondert an den Jäger-Service. Mehr musste ich nicht tun. Unser JAX-RS-Service, den wir hier im Controller geschrieben haben, ist automatisch in Jäger integriert und OpenLiberty überträgt diese Spans automatisch an den Jäger-Service, was auch wieder ja, sehr konfigurationsarm und sehr, sehr gut läuft. Jetzt waren wir bei Tracing. Interessant wäre es natürlich auch zu wissen und zu beobachten, welche Metriken in unserem Service so passieren. Das Standard-Tool dafür ist Prometheus. Und dafür müssen wir auch mal wieder nichts tun. Das ist alles aktuell, so wie es ist, schon mit drin. Schaue ich hier. Das habe ich nicht im Postman drin. Dann zeige ich das ganz kurz in Chrome. Es gibt ein Endpoint, Bash Matrix, der gibt uns hier im Prometheus-Format, ich kann versuchen, ein bisschen reinzuzoomen in dem Tab, gibt er uns eine ganze Liste an Kennzahlen raus. Wir sehen hier REST Requests Total gegen den Checkout Controller, 5. Wir sehen hier Base GC Total, das scheint was mit dem Garbage Collector zu tun zu haben. Wir sehen CPU System Load Average. Wir sehen den Thread Count. Und dieses Format kann von Prometheus 1:1 komprimiert werden. Das heißt, wenn wir wissen möchten, welche Klassen geladen wurden, sehen wir hier unten. Ich muss mal gucken, ob ich das auch wieder ein bisschen größer kriege, damit man es vielleicht auf dem Bildschirm zu Hause besser sieht. Diese Prometheus überwacht die Endpoints von Pricing, Inventory und Checkout. Und wir sehen, dass der Checkout wesentlich mehr Klassen geladen hat als alle anderen.
was aber sehr wahrscheinlich daran liegt, dass der Open Liberty Dev Mode auch schon sehr, sehr viele Klassen lädt. Das heißt, wenn wir wissen möchten, was ist denn die CPU System Load Average von den verschiedenen Services, sehen wir das hier. Und wir haben ja gesagt, Metric Base Rest Request Total sehen wir, dass grün, das Pricing, das haben wir ein paar Mal von Hand aufgerufen, wurde um die Uhrzeit, war das Ganze 8-mal aufgerufen worden, total, seitdem die Instanz gestartet war. Hier war es 12-mal aufgerufen. Und hier sehen wir die Verläufe und können uns hier eigentlich alle Metriken, die das Herz begehrt, aufrufen lassen. Also Garbage Collector Runs, wie lange ist die JVM schon da, wie viel Heap ist committed, was ist der Max Heap, wie viele Threads sind gerade geladen, was ist der Max Thread Count und so weiter und so weiter und so weiter. Das Ganze können wir natürlich auch in ein Grafana überleiten. Da sind eigentlich der Fantasie und der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auch wieder dieser Metrics Endpoint ist automatisch da. Dafür habe ich nichts zusätzlich gemacht. So. Auf die Integration von dem Inventory Endpoint verzichte ich jetzt erstmal aus Zeitgründen. Ich habe irgendwo ein bisschen Zeit liegen lassen. Das wäre aber exakt dasselbe, was wir auch für den Pricing Client gemacht haben. Da gibt es keinen Unterschied drin. So. Die Metriken kann man auch programmatisch erweitern. Das heißt, ich könnte auch jetzt programmatisch auf diese Metric-API zugreifen und könnte zum Beispiel im Prometheus auch tracken, wie lange so ein Endpoint braucht, um aufgerufen zu werden. Also man kann Zeit, man kann Durchschnitt pro Minute, also wir könnten zum Beispiel die Metrik, wie oft wurde der Endpoint aufgerufen, auch direkt als Minutendurchschnitt im Prometheus darstellen. Das ist auch nur die Erwähnung, dass sowas möglich ist. Zeige ich aber auch hier im Detail jetzt wieder nicht. So, jetzt schaue ich gerade rein. Hier oben haben wir jetzt noch JSONP stehen. Und das ist tatsächlich im Standard, gibt es zwei verschiedene JSON-APIs. Es gibt einmal das JSONB, das ist das Binding von Java-Klassen an JSON-Payloads. Und dann gibt es das JSONP. Und JSONP ermöglicht mir, das Ganze dynamisch zusammenzubauen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hin und erstellen einen neuen REST Endpoint. Den nennen wir jetzt einfach mal Checkout Dynamic. Und wir sagen, wir haben verschiedene Produktnummern. Das ganze Beispiel wird jetzt fachlich sehr wahrscheinlich keinen Sinn ergeben. So. Und unsere Requirements Engineering sagt, sie hätten gerne ein JSON zurück, was als Key die Produktnummer und als Value den jeweiligen Preis hat. Okay. Das Ganze lässt sich als Java-Klasse nicht umsetzen, weil man weiß ja nicht, was zurückkommt. Man kann nicht einfach für jede mögliche Produktnummer ein Private Field in die Klasse setzen. Das bedeutet, wir benutzen JSONP und holen uns erstmal einen sogenannten JSON Object Builder. Den nennen wir Result Builder. Und unten sagen wir, okay, wir setzen schon mal das Response-Value, damit der Compiler uns wieder nicht anmeckert. Haben jetzt zwei verschachtelte Builds, das ist nicht so schön. Und jetzt sagen wir, okay, wir haben eine Liste von Produktnummern. Wir starten ein for each.
Und für jede von diesen Produktnummern, sagen wir im Result Builder, kleinen Moment, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, fügen wir einmal den Key hinzu, das ist Product underscore Number und als Value am Price Client Price, auch hier mit der Number und unserem FET-Token. Okay, etwas nicht. Ah, natürlich. Das Ganze brechen wir hier wieder ein bisschen um, damit es alles auf dem Bildschirm passt. Hier haben wir natürlich das Return vergessen. Okay, was macht der? Wir übergeben die Liste und der geht ganz stupide hin und sagt, okay, für jeden Eintrag dieser Liste ruft er den Price Client auf und wir sollten dann für das Produkt 01 sollten wir zurückgeben, bekommen Product 01 mit dem Preis, Product 02 mit dem Preis und so weiter. Dem verpassen wir natürlich auch ein Get und ein Path. Path, den nennen wir Prices. So, das lief hier noch unter Get Availability. Wir nennen es Prices und im Body sehen wir, wir haben Produkt 01, 2, 3, 4 und 5. Und müssen natürlich auch hier wieder ein aktuelles JWT-Token mitgeben. Das verwundert mich jetzt aber. Ich starte mal den Dev-Mode neu. Das ist manchmal leider nötig. Jetzt habe ich den Dev-Mode wahrscheinlich zu viel gelobt. Es wäre auch kein Live-Coding-Talk, wenn alles funktionieren würde. Das war's tatsächlich. Also wir haben jetzt gesehen, wir haben ein bisschen länger gebraucht und wir kriegen unser dynamisch gebautes JSON zurück, mit dem wir sämtliche Anforderungen, die wir so haben, abbilden können. Wenn wir jetzt nochmal, wir erinnern uns, auf unseren Jäger-Endpoint zurückgehen, sehen wir jetzt hier, dass wir unseren Checkout-Befehl haben und der unten drunter kaskadierend mehrfach gegen die Pricing-Schnittstelle gegangen ist. Und hier können wir jetzt auch wieder sehen, wie dieser REST-Request gelaufen ist und welche Services auf ihm aufgeschlagen sind. Okay, damit würde ich JSONP abhaken. Zum Health-Endpoint gibt es nicht viel zu sagen. Kennen wahrscheinlich auch wieder viele, die sowieso Spring Boot schon nutzen. Wir haben einen Pfad, der wieder automatisch mitgeliefert wird, slash health. Wir haben nichts konfiguriert und kriegen einfach gesagt, okay, Status 200 okay, der Service ist gesund. Auf den, ich gucke kurz auf die Uhr, haben wir auch wieder eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und zwar jetzt ist mir die Vorlage abgeraucht. Nachdem ich auf die Zeit gucke, wir sind jetzt schon auf 7 Uhr, ich will hier unter einer Stunde bleiben. Von daher, ihr könnt auch eine eigene Instanz erzeugen, die euch diese Health Response zusammenbaut. Ihr seht ja hier, ihr bekommt mehrere Checks. Das heißt, ihr könnt eigene Checks implementieren. Es gibt auch schon fertige, vorgefertigte Checks und sagen, ist
die Datenbank da? Sind die Services, auf die ich mich verlasse, da? Ist meine Kafka, JMS, was auch immer, Queue da? Und wie gesund sind die? Das heißt, hier könnt ihr auch ein wesentlich genaueres Bild von eurer Servicegesundheit zeichnen. Und ihr könnt auch unterscheiden, der Service ist online, der Service ist offline oder der Service ist nicht funktionsfähig, weil ein Submodul fehlt. So, das ist wieder der Hinweis, dass es diese Dinge gibt. Das möchte ich jetzt hier aber aufgrund der Zeit überspringen, damit wir nämlich noch Zeit für die Fault Tolerance haben. Und die Fault Tolerance ist tatsächlich eine der sehr, sehr, sehr spannenden Dinge, die wir hier haben. Also für mich ist das alles spannend. Aber die Fault Tolerance ist auch was, sobald man weiß, dass es das gibt, fühlt sich das Ganze mit den alten Jakarta-Services irgendwie sehr, sehr kompliziert und unnötig an. Wir können einen Timeout mitgeben. Das ist eine Annotation. Wir können sagen, okay, wenn dieser Service, Checkout Dynamic, darf schon im Stich. Weil es einfach nur ein Value ist, alles klar. Wir sagen, dieser Service hat eine Sekunde, geben wir ihm Zeit, um auszuführen, und wenn das nicht funktioniert, dann brechen wir das Ganze ab und werfen einen Fehler. Das Ganze, der Priceless Service hat eben relativ lange gedauert. Jetzt sehen wir, der hat so 564 Millisekunden und das hat alles funktioniert. Das bedeutet, jetzt gehen wir mal runter auf 300 Sekunden. Sekunden. War zu schnell. Der Open Liberty war noch neu laden. Und das funktioniert auch, weil Sekunden ist die Standard. Und dadurch, dass wir lokal sind, aha, okay. Jetzt haben wir ein Problem bekommen. Also wir haben jetzt erstmal eine nichtssagenden 500er-Error bekommen. Der Service hat zu lange gedauert und deshalb haben wir uns entschieden, wir brechen das Ganze ab. Wir möchten nicht, dass der User so lange auf seine Response warten möchte, weil vielleicht im Hintergrund ein Service hängt. Das Ganze kann Sinn machen, um zu verhindern, dass bei den Clients, die uns aufrufen, der Threadpool vollläuft. Angenommen, der fragt uns immer wieder und wieder und wieder an und wir warten eine Minute, bis wir ihm eine Antwort geben, dann ja, wird er sich nicht freuen, weil sein Threadpool läuft voll, er hat immer mehr Threads, die auf eine Response warten, und so können wir sagen, okay, hier, das wird nichts mehr, brich es lieber sofort ab. Um das Ganze noch ein bisschen schöner zu machen, gibt es auch einen Circuit Breaker. Und ich bin mir nicht sicher, dass wir den Fehler fragen. Wenn, dann kann ich gerade noch ein paar Zusatzproperties anzeigen. Wir können sagen, okay, er soll nur auf spezielle Exceptions zugreifen. Und wir können eine Failure Ratio angeben. Sagen wir mal 0,5. Und lassen wir das mal so. So. Jetzt sagen wir dem, wenn innerhalb von 5 Requests die Hälfte der Requests fehlschlägt, dann schick bitte alle 9 Anfragen innerhalb der nächsten 10 Sekunden sofort auf den Fehler. Damit schützen wir nicht den Client, sondern wir schützen die Services, die wir im Hintergrund konsumieren. Angenommen, der Pricing Service hat schwerwiegende Probleme, dann ist das Letzte, was dieser Pricing Service braucht, dass alle Consumer, die von ihm abhängen, eine Anfrage nach der nächsten schieben. Sondern der braucht erstmal Ruhe, um sich eventuell zu erholen. Und das gewähren wir ihm damit. Das heißt, wir stellen sicher, dass wir diesen Service nicht überlasten und sagen unseren Clients hier, dieser Service hat jetzt gerade Probleme. Wir lehnen alle deine Requests für die nächste Zeit ab. Und in 10 Sekunden gucken wir mal, ob er sich wieder erholt hat. Und
Wenn dann die Requests wieder auf HTTP 200 laufen und wieder gut laufen, dann leiten wir wieder alles durch. So, jetzt hat das mit der Stunde fast geklappt. Ich habe einige Sachen leider ein bisschen abkürzen müssen. Ich hoffe, es war trotzdem okay für euch. Ich hoffe, ihr habt trotzdem einige Erkenntnisse gewinnen können. Natürlich ist das Ganze ein grober Überblick. Und ich kopiere euch gerade jetzt schon mal den Link zum GitHub-Repository in den Chat. In diesem GitHub-Repository habt ihr zwei Branches. Der eine Branch ist quasi leer. Das ist das, mit dem wir hier gestartet sind. Und der andere Branch hat eine komplett fertig implementierte Applikation mit Pricing Client und Inventory Client. Und es gibt auch in diesem Repository eine Anleitung, wie ihr das Ganze mit Docker Compose starten könnt. Und die gesamten Sachen mit Prometheus, Keycloak und Jaeger, das ist dann alles bei euch lokal in einem Docker-Netz lauffähig und ihr könnt damit rumspielen. Ansonsten bedanke ich mich sehr bei der JUK Schweiz, dass ihr mich eingeladen habt und bedanke mich sehr dafür, dass ihr eingeschaltet habt und Interesse gezeigt habt und freue mich auf eure Fragen. Danke dir vielmals, Tim, für das Live-Coding und die Demo. Wir haben bereits 4 Fragen in die Queue. Ich bitte euch, noch weitere Fragen zu stellen. Zeit haben wir. Die erste Frage betrifft den REST-Client, den du geschrieben hast, als Interface. Die Frage stammt von Alexander. Kann die Interface nicht aus OpenAPI generiert werden? Das ist kein Bestandteil von MicroProfile. Ich mag nicht ausschließen, dass es da Open-Source-Libraries gibt oder dass sich irgendjemand da schon Gedanken gemacht hat, um das herzustellen. Ist aber so auf jeden Fall kein Teil der MicroProfile-API. Dann die nächste Frage betreffend den Open-Tracing mit Jaeger. Funktioniert das out of the box auch bei asynchronen Schnittstellen, beispielsweise PubSub via Kafka? Mhm. Das würde mich an der Stelle wundern, weil nämlich asynchrone Schnittstellen noch kein Teil des MicroProfile-Standards sind. Das heißt, die Open-Tracing-Automatisierung kann sich ja nur auf das beziehen, was MicroProfile schon kennt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, in der nächsten MicroProfile-Version wird es die MicroProfile Reactive Streams geben. Da hat zum Beispiel OpenLiberty schon funktionierende Beispiele, wie man einen Kafka-Stream in MicroProfile integriert. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann auch OpenTracing auf das hin erweitert wird. Danke. Dann die nächste Frage von Michele oder Michelle. Ich nehme an, es ist Michele. Was ist das beste Vorgehen, um eine MicroProfile-App zu dockerisieren? Ich gucke gerade mal, ob ich das zeigen kann. Ich mache jetzt erstmal den OpenLiberty aus. Wenn ich hier ins Target schaue. Ich habe den Screen noch nicht wieder an. Screen vielleicht wieder, ja. Genau. Wenn ich ins Target schaue, dann sieht man, dass es hier ein Fat-Jar gibt. Das ist relativ gewichtig. Und es gibt ein War. Das ist relativ leichtgewichtig. Und das beste Vorgehen, um das Ganze zu dockerisieren, wäre meiner Meinung nach, das Jar, was die OpenLiberty Runtime darstellt, ins Dockerfile zu kopieren, in einem eigenen Layer, und dann jeweils immer nur dieses WAR hinzuzufügen und in dem OpenLiberty zu deployen. Dadurch hat man, wenn man eine neue Version erstellt, nur dieses relativ leichtgewichtige WAR, was einen neuen Docker-Layer erzeugt. Und der OpenLiberty, der halt, ja, sieht man hier, fast 50 Mal so schwer ist, oder 40 Mal so schwer ist, wäre halt immer derselbe Docker-Layer und das Ganze könnte man sehr, sehr effizient cachen und wiederverwenden. Besten Dank. Dann die nächste Frage von Alexander. Ketzerische Frage. Warum soll ich MicroProfile gegen Spring Boot vorziehen? Also, so ketzerisch ist die nicht. Also ich kann gerne im Nachgang nochmal, ich weiß nicht, ihr habt bestimmt auch die Möglichkeit, Links zu verteilen an die Leute, die hier teilgenommen haben. Mhm. Ich habe letztes Jahr einen Vortrag gehalten, der MicroProfile und Spring Boot verglichen hat. Und
momentan würde ich nicht sagen, dass MicroProfile etwas besser kann als Spring Boot. Spring Boot ist wesentlich umfangreicher. Meiner Meinung nach dadurch, dass es hauptsächlich Single Jars erzeugt, also Uber Jars, wird das Ergebnis ein bisschen schwergewichtiger. Und wenn ich auf unsere Kunden schaue, würde ich sagen, dass die meisten Leute, die MicroProfile einsetzen, das tun, weil sie schon die Jakarta APIs kennen. Die haben vielleicht auch schon fertige JaxRS-Schnittstellen, die sie einbeziehen können, mit denen sie arbeiten möchten. Und da haben sie etwas, was bekannt ist. Der weitere Vorteil ist, dass ich im Hintergrund verschiedene Hersteller von Runtimes habe. Das heißt, hier habe ich jetzt eine Runtime, die wird von der IBM bereitgestellt. Wenn ich einen IBM-Service-Vertrag habe, wird die mit supported. Es gibt Quarkus von Red Hat. Da gibt es von Red Hat Support für. Es gibt Helidon von Oracle. Das heißt, ich kann hier, wenn ich vielleicht eine Firma bin, die eh schon so ein bisschen in ihrer Vendor-Bubble lebt, kann ich von meinem bestehenden Lieblingslieferanten auch hier in bestehenden Serviceverträgen Support erhalten. Besten Dank. Dann eine Frage von mir, und zwar bezüglich neuen Sprachfeatures von Java, beispielsweise Records. Mhm. Gibt es da schon Unterstützung, beispielsweise für den Checkout-Request, Checkout-Response mit JuxB etc.? Das ist eine sehr gute Frage. Danke. Also ich kann sie jetzt aus dem Stegreif nicht beantworten. Ich weiß, dass die Minimum-Java-Version, die Runtimes haben wollen, die war in der letzten Zeit ein bisschen hinterher. Das heißt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Java 16 schon von allen Runtimes unterstützt wird. Und JaxRS ist auch eine Spezifikation, die im Jakarta EE-Umfeld liegt. Das heißt, die wird nicht sonderlich oft aktualisiert. Da dauert es ein bisschen, bis neue Versionen kommen. Von daher dürfte der aktuelle JaxRS-Standard zu Records noch keine Aussagen treffen. Es kann gut sein, dass die Hersteller der Runtimes dafür Sorge tragen, dass die Records damit funktionieren. Es dürfte aber nicht im Standard sein aktuell. Und Kotlin Data Classes dürfte eine Jakarta EE API sehr wahrscheinlich auch nicht vorsehen. Also das ist sowas, es kann klappen. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass es auf einigen Umgebungen funktioniert. Ich würde es aber nicht erwarten, dass es überall gleich funktioniert, wenn es funktioniert. Also Spring Boot hat ja die Werbung Spring Boot loves Kotlin. Sowas gibt es nicht im MicroProfile-Umfeld. So eine offene Bekundung der Liebe. Man kann MicroProfile... Nee, die habe ich noch nicht gesehen. Gut, dann noch eine Frage von Alexander bezüglich dem Token. Sehr kurz, ich weiß nicht, ist der Token dann stateful? Du hast ja dieses Raw-Token auf den Singleton quasi injected und dann propagiert. Ja, das, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wie das funktioniert, aber es ist nicht stateful. Es ist natürlich auch kein Best Practice, dass ich den REST-Controller als Singleton gemacht habe, definitiv. Das Ganze liegt ja dann im HTTP-Scope. Wir machen es in den produktiven Applikationen anders. Von daher gehe ich davon aus, man kann das Ganze auch über CDI einfach als dynamischen Lookup implementieren. Dann soll es auf jeden Fall funktionieren. An der Stelle kann es aber tatsächlich sein, dass ich da ein bisschen daneben lag mit dem Application Scoped und dem Inject vom direkten Value und nicht über den Provider. Das müsste ich nochmal recherchieren. Okay. Dann werden also es scheint nicht stateful gewesen zu sein, weil ich nämlich zwischendurch das JWT refreshed habe, weil die gar nicht so lange haltbar sind. Aber auf der anderen Seite habe ich auch in den Dev-Mode immer, dadurch, dass der auf meine Klassen hört, hat der Open Liberty auch immer wieder natürlich das Ganze neu initialisiert, den Kontext. Und ich gehe davon aus, dass es deshalb funktioniert hat. Aber ja, das ist definitiv was, das sollte ich im Beispiel anpassen. Danke. Danke dir, Tim. Dann wären wir durch. Im Moment haben wir keine offenen Fragen mehr. Würde ich sagen, abschließend noch zwei, drei Informationen. Zwar
nächste Events. Ihr findet die auf unserer Webseite juk.ch. Wir haben bereits wieder 2 Online-Events in der Queue. Dann, wir sind ja ein gemeinnütziger Verein. Wenn ihr eine Idee habt für einen Talk oder selber gerne einen Talk halten möchtet, meldet euch bitte bei uns. Wir bieten euch da gerne die Plattform dazu an. Ihr könnt das beispielsweise über den Slack Workspace machen. Und im Anschluss, ganz wichtig, Feedback-Formular. Wir freuen uns immer über Feedback, auch die Speaker, bitte füllt das aus. Also wenn der Stream jetzt dann beendet wird, dann werdet ihr automatisch auf das Feedback-Formular weitergeleitet. Insbesondere Kommentarbereich immer gut, da reinschreiben, was hat euch besonders gut gefallen oder Hinweise, was man vielleicht noch optimieren könnte, da sind wir dankbar. Das wäre es gewesen. Ein herzliches Dankeschön für euch fürs Kommen. Ein großes Dankeschön an Tim für den Talk und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke euch, hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss, Tim. Danke.